Homie. Ja, Alexander Gerst derzeit im Weltall auf den Spuren von Sigmund Jähn. Und auch das wieder eine Premiere. Bald wird Gerst der erste deutsche Kommandant der Raumstation sein. Jähn verbrachte 1978 übrigens fast 8 Tage im All. Gerst jetzt auf seiner zweiten Mission rund 6 Monate. Aber beides reicht nicht annähernd, wenn im All wirklich neue Welten entdeckt werden sollen. Eine Mission zum Mars etwa ist kein Science-Fiction, sondern ganz konkretes Ziel der Raumfahrt. Die Reise würde allerdings mehr als 2 Jahre dauern. Nur hin, wohlgemerkt. Medizinern schweben bereits Ideen vor, damit Menschen nach so langer Zeit in der Schwerelosigkeit nicht alt aussehen. Hallo San Francisco, how's it going? Abends 17:30, Teambesprechung am Hamburger Universitätsherzzentrum. Das Treffen erfolgt per Skype, weil ein Teil der Wissenschaftler in San Francisco forscht. Vor knapp 3 Jahren wurde die Hamburger Herzspezialistin Sonja Schrepfer hier umgeben von ihrem Team von der NASA beauftragt. Sie soll den Alterungsprozess des Herz- und Kreislaufsystems erforschen. In diesem Zusammenhang schauen wir uns eben auch das Immunsystem an, weil das Immunsystem mit daran beteiligt ist, dass unser Herz- und Gefäßsystem auf der Erde altert. Und warum nehmen wir die Schwerelosigkeit? Weil die Schwerelosigkeit den Altersprozess imitiert. Sonja Schrepfer und ihr Team haben herausgefunden, in der Schwerelosigkeit altert der Mensch schneller. Langzeitmissionen sind deshalb interessant für die Forscher. Also Astronauten, die noch länger als Alexander Gerst mit seinen 6 Monaten im All bleiben. Etwa Scott Kelly. Der Amerikaner war 1 Jahr auf der ISS, länger als bislang jeder andere. Bei der Rückkehr war er körperlich nicht in der Lage, die Kapsel selbstständig zu verlassen. Viele denken, das sei ein Problem der Muskeln. Das stimme aber so nicht, so die Wissenschaftlerin. Würden diese Beinmuskulaturen alles, würde das funktionieren, hätte er dennoch nicht aussteigen können. Und der Grund ist, dass das Gefäßsystem gerade hier in der Halsschlagader sich so verändert hat in dieser Zeit, dass quasi der Blutdruck nicht reguliert werden kann. Mit Hilfe dieser Röhrchen, sogenannter Tissue-Chips, bilden die Wissenschaftler in den Laboren in Hamburg und San Francisco das menschliche Gefäßsystem nach. Im Rotator konnten sie in der künstlichen Schwerelosigkeit den Alterungsprozess nachweisen und die Veränderungen in den Zellen zeigen. Ende des Jahres werden die Tissue-Chips auf die internationale Raumstation geschickt, um die Ergebnisse in der tatsächlichen Schwerelosigkeit zu überprüfen. Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse validieren. Wenn dem so ist, dann verstehen wir relativ gut, wie dieser Altersprozess funktioniert. Und wir haben 2 Mechanismen in diesem Altersprozess, wo wir denken, da können wir eingreifen und quasi diesen Prozess stoppen, indem wir ihn einfach blockieren und dann in der Hoffnung eben, dass das Immunsystem, das Altern des Immunsystems aufzuhalten ist. Sollte das gelingen, könnten andere Wissenschaftler beginnen, Medikamente zu entwickeln, die den Alterungsprozess stoppen. Dann wären bemannte Marsmissionen, die bis zu 3 Jahre dauern, möglich. Und auf der Erde könnten neue Medikamente für Herz- und Kreislauferkrankungen entwickelt werden. So das große Ziel der Forscher.